Gut. Wir können jetzt 4 Leute mehr arbeiten lassen, weil wir haben. Wir haben Häuschen gebaut. Sollten wir vielleicht auch machen. Ich bin noch unschlüssig. Ich gehe jetzt erstmal wieder ins Lager schauen. Mitnehmen. Den auch. Warum ist denn da ein Apfel? Tue ich den immer aus Versehen da rein? Ich weiß es nicht. So, die Säckchen brauche ich auch nicht, ne? Kaufe ich dann. Die Eimer nehme ich mit. Die kann ich dann selber. Messer haben sie. Was fehlt denen denn? Ich bin wirklich ratlos gerade. Dann nehmen wir mal mit. Pelz. Leder. Irgendwie gedreht? Ach ja, habe ich, okay. Brennholz, ja, nein, brauchen wir erstmal nicht. Dünger nehmen wir auch mit. Eisenerz nehmen wir mit. Federn. Schalen. Stürme, ja. Hälfte. Kalkstein, Salz kann drin bleiben. Stöcker brauchen die. Ah, das ist vielleicht das Handwerksmaterial, was fehlt. Stöcker. Stock. Hier, nimm die mal. Stroh. Das lassen wir so. Okay, und die Weidenköpfchen. Guck mal, da läppert sich doch das Geld. Hör mal, das wird Leonarda freuen. Leonarda ist glücklich, wenn wir reich sind. Das ist auf jeden Fall so, wie es hier läuft. Ja. Okay, was kann ich noch machen? Geht der Weg weiter, genau. Ich muss mir das irgendwie einprägen, wie ich hier den Weg gebastelt habe. Weil noch ist das alles ein bisschen schwer. Ach, guck mal hier. Jetzt sitzen die morgens auch mal hier. Ach, ihr Hübschen. Na? Ihr seht aus, als wärt ihr Geschwister irgendwie. Keine Ahnung. Ganz komisch. Cringe. Was machst du jetzt? Setzt du dich dazu? Okay, aber auch chillen. Ja gut, frage mich, kann ich hier vielleicht noch, ihr wisst, wie es ist, Plantagen und so. Ja, da ist zu wenig Platz. Obwohl, wenn ich ganz, 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 ganz knapp hier ransitze. Auch nicht. Okay. Schade. Hier auch nicht, ne? Das habe ich mal vor Äonen auch schon ausprobiert. Gut, geht nicht. Schade. Hier vielleicht. Auch nicht. Ich glaube, das ist zu nah. Ja, es ist echt schwer, das abzupassen, dass genau hier zwischen die Dinger passt, ne? Aber jetzt sollte das passen. Ach so, hier ist eine andere Plantage. Lol, okay. Das wird nicht passen. Ma. Oh. Ich sammle mal eure Nester leer. Sieht ja aus, als wenn es hier keiner sauber macht, ne? Ich muss sie noch umbenennen. Aber das mache ich nicht jetzt. So, wir können jetzt mal einmal hier reingehen, weil jetzt haben die Schweine mal einmal Platz gemacht.
Gut, das haben wir. Und bei den Hühnchen. Okay, gut. Was ich noch gucken wollte, bei der Verwaltung, wenn wir verkaufen, ne, Rohstoffe. Jetzt will ich mal sehen. Körbe, wir haben ja noch ein paar. Vielleicht reduzieren wir davon den Verkauf noch ein bisschen. Und verkaufen noch Federn. Und dann packe ich die Federn da rein, weil ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. So viele, also ich kann ja aus Federn, soweit ich weiß, nur hier machen, Pfeile. Aber was bringt mir das? Ich kann ja nicht mal irgendwie ein krasses Bett machen oder so daraus, deswegen... Ne? Gönnt euch. So, dann könnt ihr das nämlich verkaufen. So, noch was? Ich muss nachdenken. Ich glaube, das war's. Kriegen wir hier noch? Unwahrscheinlich. Ja, das wird nicht passen. Okay. Ich würde hier gerne noch mehr so Deko hinstellen, aber ich weiß einfach nicht was. So viel gibt es nämlich eigentlich leider nicht. Wir könnten noch eine kleine Bank hier hinstellen. Hier so. Blumentopf. Vielleicht auch welche. Ja, das ist zu viel. Ich mag die Wegwarte wirklich sehr als Blume. Und dann vorne vielleicht ein Gänseblümchen noch. Das ist süß. Okay. Kann ich denn noch machen? Noch mehr hier auf jeden Fall nicht. Okay. Ich überlege jetzt hier auch noch ein paar Bänke hinzutun. Ich muss überlegen, wie. Moment, ich bin noch in meiner Findungsphase gerade hier. Ist zu weit. Da wird zu wenig Platz sein. Und hier wollten wir schon den Platz reservieren für die Schenke. Und das machen wir dann auch. Okay, dann könnten wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen dekorieren und
Ich mach das jetzt so. Nee, einen Tisch nicht. So, ich mach eine Bank. Hier so. Und hier im Schatten auf jeden Fall auch. Aber ich mache auch hier rum welche, wenn es geht. So. Oh, ich will, dass es hübsch ist hier. Okay. Und jetzt dekorieren wir noch weiter mit den Blumentöpfchen. Hier hat ja irgendwo einer hingepasst, ne? Oder? Ah, hier so. Das ist schon sehr weit weg. Okay, wir gucken mal. Hier auf jeden Fall. Und da auch. Und wir könnten eigentlich um die ganzen Bäumchen herum Töpfe stellen. Na, so. Das ist doch hübsch. So. Dann machen wir hier die. Hier kommt das. Und dann. Passt nicht. Jetzt müssen hier Gänseblümchen in die Mitte. So. Süß, oder? Hier bauen wir jetzt auch welche hin. Aus Stein. Ja, bleibt jetzt so, ist egal. Nicht so schlimm. So, wir machen jetzt erstmal die Disteln. Dann machen wir die Seequarte. Und dann Gänseblümchen. Und dann Löwenzahn. Ja, das ist auch hübsch. So. Ich frage mich, kann ich eigentlich um die Obstbäume das auch machen? Ne, hier geht das gar nicht auf dem ganzen Plantagending. Schade, das hätte ja klappen können. Hier weiß ich auch nicht, ob ich das machen soll. Eigentlich braucht man um ein Feuer eigentlich mal ein bisschen Platz. Aber hier kann ich es machen. Passt nicht mehr so gut, ne? Warte. Ich habe ein bisschen zu viel. Doch, das passt noch. Okay. So, wie machen wir das denn?
Komm, Distel. Wesenkraut. Distel. Wesenkraut. So machen wir das. Guck mal, es passt sogar genau. Geilo. So. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. Okay. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt unbedingt noch weiter spielen will, weil es ist schon jetzt 2:30. Ich habe einfach die ganze Zeit durchgezockt. Ja, und leider hat es auch alles sehr lange gedauert, weil ich viele, viele Phasen hatte, wo ich jetzt einfach gecraftet habe. Und ich werde jetzt auch gleich, bevor ich das Spiel ausmache, das werdet ihr dann nicht mehr sehen, das werde ich offscreen machen, ich werde einfach noch ein bisschen weiter craften, damit wir dann uns Zeit sparen nächstes Mal. Ja, aber ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr hier von meinem Verschönerungsprojekt haltet. Ich bin schon echt gespannt, wie das aussieht, wenn die Bäume groß sind. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das auch, was ich hier mache. Und hier mein kleiner Marktplatz und so. Ich hoffe, das wird alles sehr schön. Ich kann es mir momentan noch nicht so vorstellen, wie es ganz fertig wird. Ich habe aber schon so eine Vision. Habe ich euch ja schon gesagt. Ich will wie so ein richtig idyllisches Dorf machen, ne? Weil wir haben eine Königin mit sehr hohen Ansprüchen und wir müssen den Ansprüchen gerecht werden. Das weiß jeder, ja. Sonst gibt es nämlich auf die Fresse von Leonarda. Und ja, deswegen werden wir weiter aufhübschen. Ansonsten, was habe ich denn noch vergessen? Ja, das ist normal. Wir müssten noch zu den Bogenmachern. Ah ja, das Ding ist halt so, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ne? Der Frühling ist bald rum, aber ich will das noch schaffen. Werden wir aber hinkriegen. Ich werde mich nächstes Mal an die Quest setzen. Ich werde nächstes Mal... Ja, wir müssen jetzt auch nicht bei jedem jetzt alles verkaufen. Ich bin ja jetzt nicht weitergelaufen, weil ich wollte das ja unbedingt noch selber ganz viel verkaufen. Ja. Dann lassen wir es halt bleiben, ist auch nicht so wild. Ich kann ja, während ich quatsche, noch Material aus dem Lager holen. Falls da wieder was eingelagert wurde. Und ich wollte noch Dung reinmachen, damit die mehr Dünger produzieren können. Warte. Dunge? Ach nee, das ist nicht Essen. Ja, Dung. So, und Dünger nehmen wir raus. Was haben wir denn alles? Den nehmen wir. Bretter. Das Eisenerz. Die Federn können drin bleiben. Guck mal, es sind schon welche verkauft. Das ist sehr gut. Dann nehmen wir auch welche raus. Kalkstein, Leder, Pelz. Stöcke sind wieder leer. Ich glaube, die muss langsam was anderes produzieren. Und ich weiß nicht, was. Was kann man denn alles noch produzieren? Hör mal. Eimer, ne? Soll die mal ein paar Eimer machen? Braucht die aber wieder Bretter dafür. Ist egal. Okay, dann mache ich das. Soll die halt, wenn sie keine Stöcke hat, soll sie Bretter machen. Verwaltung, da. Werkstatt. Mittlerer Weidenkorb. Dann machen wir dann Eimer. So. Warte. Fahren wir mal runter auf 30%, weil wir schaffen gar nicht mehr. Dann basteln wir einmal. Ich weiß nicht, wie viele. Okay, ja gut. Flakon aus Ton. Weidenkiste. Können die nicht noch mehr machen? Metflasche. Ich wollte keine Metflasche, sondern eine Weinflasche, aber wo sind die? Ach da Weinflaschen. Weil die brauchen wir so oder so. Dann machen wir das nämlich so.
Und ich baller hier nochmal ganz kurz den Kram rein. Dann kriegen die jetzt nämlich unseren Ton. Dann machen die das. Direkt aus der Verantwortung gezogen. Und was die noch machen können ist... was waren das jetzt? Die Eimer, ne? Bretter müssen die haben. Brett, Brett, Brett. Da. So, 61. Okay, das wird reichen. Gut, dann können die weiterarbeiten. Map, map. Ja, cool. Gut, dann. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Content mögt und ne, ihr schaut mich gerne oder so. Dann abonniert mich doch einfach, das wird mir sehr helfen. Auch ein Daumen nach oben bei den Videos hilft mir auch, rauszufinden, was ihr jetzt gemocht habt, was nicht. Und schreibt mir auch gerne Kommentare, wenn euch Kleinigkeiten auffallen oder so. Also, ich bin auch für alles offen und so, ich bin flexibel. Ja, ich möchte auch, dass es euch gefällt. Ich meine, ich habe Spaß, aber ich kann ja auch Kleinigkeiten ändern, damit es auch euch gefällt. Ich hoffe, ihr mögt das Dörfchen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch dabei. Und bis dann. Bye, bye.